Weiter geht's bei City Skylines Teil 2, liebe City Skylines Freunde und solche, die es noch werden wollen. Und wir sind hier unterwegs, ja, ratet gerne mal, wo wir unterwegs sind. Und ich mache uns erstmal, oh, schnell das Auto kommt. Ich mache uns mal die Leute an, die hier lang gehen. Wir sind hier unterwegs in unserer neuen Wohnsiedlung, in der wir uns einfach mal ein bisschen umschauen. Und ihr seht hier diese hohen Häuser, die Leute, die davor sitzen. Und das sieht eigentlich gar nicht so uninteressant aus. Sind das Obdachlose hier? Warum stehen denn hier so viele Leute rum? Warten die auf einen Zug oder was? Pass mal auf, das prüfen wir mal. Ja, warum stehe, wo bin ich denn jetzt? Da gibt es Müll, genau. Den gibt es in anderen Häusern auch. Warum stehen denn da so viele Leute rum? Die sind aber nicht obdachlos. Okay. Ja. Keine Ahnung, wir können hier mal reingucken. Die sind neutral. Kleine Wohnungen. Zufälliges Postwesen. Ja, kleine Wohnung ist halt so. Ja. Das ist halt bei einem billigen Haus so. Das haben wir deswegen ja da extra hingesetzt. Hier zum Beispiel ist es gut. Da sind kleine Wohnungen nur bei minus 6. Ja, da müssen sie einfach durch. So, Vollgas. Was machen wir in der heutigen Folge? Ich möchte heute ein paar Sachen erledigen. Unter anderem möchte ich gerne ein paar Bezirke anlegen. Das haben wir bisher schmerzlich vernachlässigt. Dann möchte ich gerne mit euch dort hinten weiterbauen. Und ja, allgemein ein paar Verschönerungsarbeiten machen. Aber wir fangen mit den Bezirken mal an. Das ist mir durchaus eine wichtige Sache, weil wir, wie ich finde, viel zu wenig Bezirke haben. Unter anderem den Flößerbruck. Den werden wir erweitern bis nach dort, bitte. Ja, da kommen ein bisschen weniger. Nach da. Und einmal nach da. Und einmal nach da. So, der Flößerbruck haben wir da. Und der Flößerbruck, da gucken wir mal. Da gibt es Bremsschwellen, Lastenverkehrverbot. Das machen wir mal weg. Die sollen hier schon durchfahren. Im Flößerbruck, obwohl die Frage ist halt, ne, wir haben ja hier vorne die normalen Einkaufsgebiete mit drin. Das passt schon. Das machen wir jetzt erstmal so. Okay, gut. Rosenstedt gibt es hier unten auch. Und da würde ich den Bezirk gerne hier eigentlich ungern erweitern. Aber ich möchte hier einen neuen Bezirk bauen. Und wenn ihr übrigens Namen für die Bezirke vorschlagt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Bitte auch, welcher Bezirk gemeint ist. Also vor allen Dingen so, dass ich das auch verstehe. Und dann übernehme ich den, zum Beispiel jetzt hier Universitätsbezirk oder jetzt Helmhorst in Delmenhorst oder sowas, keine Ahnung. Ja, sowas in die Richtung. So, dann machen wir einmal da noch weiter. Hier will ich jetzt auch einen eigenen Bezirk haben. Gerade weil diese Leute hier, ich denke, lange genug keinen eigenen Bezirk hatten. So, das ist Mönchsgraben. In Mönchsgraben würde ich tatsächlich auch den Energieverbrauch, Bremsschwellen, Bremsschwellen nicht. Straßenrand, Parkgebühr, solche Sachen. Genau. So, dann haben wir das auch. Und da können wir nämlich in den unterschiedlichen Bereichen hier wesentlich genauer gucken. Hier haben wir übrigens diesen Oberflächen-Moped. So, Bezirkserstellungswerkzeug. Ja, hier bin ich mir nicht sicher, ob wir da was machen wollen, denn das sind ja eigentlich, also obwohl das ist eigentlich auch alles grün, ne? So, wir machen das mal ganz einfach. Wir werden Rosenstedt, haben wir dort LKW-Verbot? Nein. Wir werden Rosenstedt erweitern. Einmal da unten hin. Dann brauchen wir nicht so viele neue Bezirke bauen. So. Ja, verdammt. Wartet.
einmal dahin. Einmal dahin. So. Und den hier, diesen Bezirk, werden wir ebenfalls erweitern. Nach da. Okay. Gut, dann haben wir den auch fertig. Sehr schön. Dann machen wir noch einen Bezirk ohne die Büroflächen. Helmhorst würde ich in Unihorst oder sowas vielleicht umbenennen. Dann will ich noch, wie gesagt, einen schaffen, der von da geht. Nach dort, nach dort. Ohne die Büroflächen. So, und das ist Epsengraben. Der Epsengraben. Sind wir gespannt. Auch in Epsengraben will ich bewussten Energieverbrauch, geschlossene Ortschaften, nein. Recycling auf jeden Fall. Straßenrandparkgebühr können wir auch machen. Dann verdienen wir da gleich noch ein bisschen Geld. Okay, sehr schön. Der Epsengraben läuft auch und da können wir dann vor allen Dingen, haben wir jetzt jeweils in den jeweiligen Bereichen, haben wir die bessere Möglichkeit uns zu gucken, obwohl wir können das auch tatsächlich hierüber ausdehnen, dann hätten wir gleich nochmal ein paar Angestellte hier, aber das machen wir lieber in der Bürozone separat, denn ich würde gerne nur für die Bürozone wissen. So. In Hürtendorf würde ich nämlich gerne wissen, wie es hier aussieht. Da sind nämlich 10.000 Angestellte und wir haben nur 44 offene Stellen. Das ist echt ganz schön gut, muss ich sagen. Das ist echt ziemlich gut. Deswegen würde ich gerne die Industriebereiche spezialisieren und vor allen Dingen jetzt dort wirklich mal vernünftige Bezirke bauen, dass wir auch mal ein paar Informationen kriegen. So auch hier oben in dem Bereich. Da machen wir jetzt uns die Industrie. Deswegen habe ich das hier ein bisschen großzügiger offen gelassen. Und da würde ich jetzt gerne wirklich in dem Bereich machen. Das ist Fichtenburg. Fichtenburg ist der Industriebereich. Und da können wir jetzt nämlich auch in Fichtenburg mal spezieller gucken, was wir dort haben, was wir hier haben. Und jetzt können wir darüber in zukünftigen Statistikfolgen besser und wesentlich besser die ganzen Sachen planen. Warum? Wir wissen jetzt, in Fichtenburg brauchen wir noch 800 offene Stellen. Wir brauchen keine, also von allem im Durchschnitt. Und jetzt können wir gucken, in Flößerbruck haben wir insgesamt 31.000 Wohnsitze, unausgebildet, sehr gut ausgebildete. Ihr seht, der Bildungsgrad definiert Jobmöglichkeiten, Löhne und Arbeitseffizienz der Bürger. Ja, ich denke, das kennt ihr alles. Wir haben hier relativ viele Senioren, wie ich finde. Wir haben hier relativ viele Wohnsitze. Das Einzige, was mir fehlt, ist so das Thema Arbeitslosigkeit. Das fehlt mir hier noch. Und wir können vor allen Dingen jetzt auch mal wesentlich besser in die lokalen Sachen reingucken. Zum Beispiel Erlenau, ob die jetzt wirklich auch alle glücklich sind. Ja, Epsengraben beispielsweise würde mich wirklich mal interessieren, wenn wir das ein bisschen trennen. In Epsengraben. Das, glaube ich, das sollten wir mal versuchen, dass wir, pass mal auf, wir machen den Epsengraben nochmal ein bisschen anders. Ja, wir machen den Epsengraben nochmal anders. Da habe ich jetzt noch eine Idee. Da will ich noch was anderes machen. Das ist mir durchaus immer sehr wichtig, dass wir das Thema Statistiken, ihr kennt das bei mir, sehr ernst nehmen. Oder ich nehme das immer sehr ernst in meinen Folgen. So. Jetzt werden wir den Epsengraben dahin erweitern. Allerdings. Ja, bis nach da. Allerdings ab da ziehen wir es wieder zurück. Die Universität nehmen wir noch mit. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Bis nach da. Da. Und jetzt denkt ihr euch, was zum Henker macht denn der Nerd da? Ja, ihr werdet es gleich sehen. Gleich zeige ich es euch. Dann werdet ihr es aber sehen. Das sage ich euch. So, wir nehmen einmal den Bereich mit. Das sind nämlich nur die kleinen Gebäude und die Industrie. So, den wollen wir auch haben. Ja.
Und jetzt machen wir uns einen neuen Bezirk und nehmen die Hochhäuser damit rein, sodass wir wirklich nur die kleinen Häuser und die Schulen haben. Und hier haben wir im Espengraben dann die nächsten Häuser. Und das sind so Momente, ganz ehrlich, wo ich mir denke, oder ich fange anders an. Kennt ihr diese Städte, wo ihr durch Stadtbezirke fahrt und euch denkt, wer zum Henker hat sich diese unglaublich Konstruktion dieser Stadt eingefahren? Macht doch hier einen Strich gerade, passt doch. Wo ist das Problem? Da, jetzt seht ihr es. Das ist tatsächlich, so kannst du halt keine oder schlechte Statistiken kriegen, ja? Und das braucht man ja, wenn man Städte baut, tatsächlich mal. So, also wir gehen hier rein. Von da. Nach da, nach da. Da entlang. Da hinein. Dahin. Dort. 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 Da. Da. Ich hoffe, das passt so hier unten. Da bitte. Da. Da. Das ist mein, dann machen wir es halt meinetwegen schief. Das ist mir auch egal. Da. Da. Und da. Und da. So. Und das ist die, und das ist Fischerode. Und wir haben jetzt durch diese Konstruktion geschafft. Fischerode ist jetzt der Bezirk der großen Häuser. Da haben wir, ihr seht, 8000 Haushalte und 17.000. Und in Epsengraben haben wir, guckt euch das an, von der Fläche her genauso groß, 300 Haushalte, 500 Leute, 700 Angestellte. Schlecht ausgebildet, ausgebildetes Maximum. Im Fischerode haben wir übrigens, tatsächlich schlecht ausgebildet und ausgebildet ist da das Maximum. Da geht es eher weiter in eine andere Richtung. Und so können wir jetzt vernünftig in den nächsten Folgen uns die Statistiken angucken. Durchschnittliches Vermögen reich, Espengraben ist durchschnittliches Vermögen wohlhabend, reich ist okay. Rosenstedt ist auch reich. Wie sieht es denn hier in Helmhorst aus? Auch reich. In Mönchsgraben auch reich. Ja, hier ist das Einzige, was mir tatsächlich fehlt, die Arbeitslosigkeit in dem Bereich. Also quasi noch ein paar Statistiken mehr. Und warum ich das unter anderem auch gemacht habe, um in Fischerode zu sehen, wie der Gesamteindruck ist. Wir sehen ja immer dieses... Ja, ich habe eine kleine Wohnung, aber wenn wir jetzt mal uns in Glücklich das Ganze angucken, dann taucht das hier gar nicht mehr auf. Und das ist die Statistik von Fischerode. Von allen mittleren und großen Häusern in der Summe sind die Leute glücklich und das interessiert sie quasi gar nicht. So, dann können wir hier auch bewusst Energieverbrauch, Recycling können wir machen, auch Straßenrand parken und all sowas. Das können wir dann machen. Und so haben wir jetzt mal die Möglichkeit, hier vernünftig unsere Statistiken mal anzugucken. Und das Ganze machen wir hier, also hier machen wir das Stückchen für Stückchen. Nerd Industries gibt es hier auch, da können wir auch gucken. Da sind wir übrigens nur noch bei 3000 offenen Stellen. Und stadtweit sind wir bei 4000, aber ich denke, das ist jetzt so langsam ein Bereich, da können wir langsam mitleben. So, dann wollen wir das hier hinten auch nochmal zumindest in Teilen machen. Da können wir, denke ich mal, auch einige Bereiche erweitern. Das ist der Nerdhof. Das ist Rotmühl und der Zopp. Ich würde übrigens gucken, dass sich Rotmühl, das ist ja der Bereich, wo nur, ich das richtig sehe, die blauen größtenteils drin sind, ne? Genau. Dann würde ich übrigens Rotmühl gucken, dass wir den ein bisschen erweitern und Rotmühl wirklich auch dahin kriegen. Wobei der noch, der müsste theoretisch noch höher, ne? Bis nach da. Zack. Dann müssten wir den nach da, den nach da. Da muss ich gleich mal gucken. Bums. So.
Ja, das geht bis zur Feldstraße. Die Straße und die Straße dort wird die Grenze sein. Ich will jetzt einfach mal diese Zonen vernünftig ziehen, damit wir das einfach auch mal vernünftig in den Statistiken sehen, was wir hier alles machen in unserer Stadt. So, einmal da rein. Einmal da rein, hier ist das Parken teuer, da ist das Parken teuer. Dann haben wir hier einmal Rotmühl, das ist im Prinzip die Einkaufsstraße. Da gibt es Bremsschwellen, die müssen wir jetzt rausnehmen, weil wir über die Hauptstraße gehen. Obwohl, das können wir mal drinnen lassen. Ja, komm, das machen wir mal. Ja, passt, über die Autobahn, Bremsschwellen. Ja, wenn du mit 120 anknatterst, dann wunderst du dich und fragst dich, warum habe ich eine DeLorean und warum kann mein Auto schweben? Naja, man weiß es nicht. So, Lastenverkehrverbot, Recycling, ganz klar. Straßen- und Parkgebühr passt. Jetzt machen wir da nochmal weiter. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Eichenstädt. Warte mal, warte. Jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Da unten müssen wir eine Extrazone machen. Das kriegen wir hin. Das ist eine... Ja, das ist ja kein Problem. Da unten kriegen wir eine Extrazone hin. Das ist Primlingen. Wer kennt es nicht? Primlingen. So, Eichenstädt hat nur das Parkverbot. Eichenstädt werden wir auch nochmal überarbeiten. Eichenstädt wird jetzt nämlich bis da oben gehen und bis da unten gehen und bis nach dort gehen und bis nach da gehen. Und einmal bis nach da. So. Das ist Eichenstädt. So, jetzt haben wir hier Fürstenhöhe. Da müssen wir wieder aufpassen. Haben wir hier irgendetwas gemacht? Das ist nur der Parkgebühr. Ah, genau, das ist das mit den LKWs gewesen. Ja, 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 ja. Aber wir können, ich denke, die Büros und die Sachen hier, die können wir nochmal zusammen eine Zone machen. Hier ist Eichenstädt. Hier ist noch eine neue. Wo heißt denn die noch Eichenstädt? Die heißen doch gleich. Mal auf, die löschen wir doch mal. Ach, nee, das machen, dann machen wir mal. Boah, Leute, hier brauche ich einen guten Namen. Ich schreibe mal, hier brauchen wir einen Namen, Ausrufezeichen. Also, hier brauchen wir einen Namen. Ich glaube, der Name ist offensichtlich. Ich lasse den da mal stehen, auch für mich, dass ich das lieber Nerd der Zukunft, ja, dass du das nicht vergisst. Wir machen das ein bisschen größer. Wir wollen ja hier auch ein paar Statistiken haben. So, zackebumm. Wir nehmen bitte einmal das Gebiet mit rein. Bupp. Und dann können wir den kleinen Zipfel da unten auch mit reinnehmen. Das ist ja im Prinzip alles wie Arbeit. Und einmal da. Ja, wir machen das mal bis über den Park hier rüber. So, gut. Hier brauchen wir einen Namen. Und bei hier brauchen wir einen Namen. Sehen wir dann auch mal 32.000 Angestellte. Bitte. Alter Falter. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir hier in der Stadt bis zum Thema Autobahn und U-Bahn so unglaublich viele Verkehrsprobleme hatten. Das, was ist denn das bitte? 32.000 Leute. Oh, nee, 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 nee. Das müssen wir rausnehmen. Das geht nicht. Hürtendorf. Wie viel haben wir denn hier? 11.000, ne? Das ist ja der Hammer, Leute. 32.000 Leute leben hier in diesem, arbeiten hier in diesem Bereich. Bah, das ist ja der Hammer. So, hier nehmen wir auch das LKW-Verbot raus. Wir haben ja jetzt hier umgebaut, hier sollen auch ruhig wieder LKWs lang juckeln. Ja, da sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Und gleich ist 9 Uhr, da müssen wir auch mal schauen. So, aber erstmal machen wir bei dem Thema weiter. Denn das ist tatsächlich wirklich ein wichtiges Thema. Es ist kein Witz. Denn wir müssen halt einfach mehr Statistiken langsamer von unserer Stadt nehmen. Und hier bin ich mir nicht sicher. Ich würde hier ich würde das gerne wie folgt machen. Eigentlich würde ich gerne. Ah, ist schwierig. Schwierig, schwierig. Eigentlich würde ich gerne hier Schluss machen. Und nur den Bereich einmal drin haben. Das ist einmal der Mühlengraben. Und dann machen wir ein letztes Gebiet.
einmal dahin. Und da ist noch nichts geplant. Da können wir mal so schräg rüber gehen. Einmal nach da. Und das ist Marienhorst. So, und da sehen wir jetzt wirklich mal mehr Informationen, Haushalte und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir da nochmal rein und gucken mal, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Wir können die Industrie hier nochmal erweitern. Das ist ja im Prinzip jetzt ab hier alles Industrie. Da sehe ich jetzt auch überhaupt kein Problem. Wenn wir jetzt hier die Industrie wirklich mal... So, auch mal erweitern, Nerd Industries, das ist der ganze Komplex hier hinten. Und da gibt es 23.000, ihr müsst euch das mal überlegen. Und das ist das Interessante, wenn wir jetzt diese Statistiken hier haben. In dem Bereich, Nerd Industries, arbeiten 26.000 Leute. Hier gibt es U-Bahnen, hier gibt es zwei Möglichkeiten, mit dem Auto über die Autobahn zu kommen. Unzählige Straßenanschlüsse und. Megalopolis, können wir uns gleich mal angucken. Ja, gibt es hier in Nerd Industries. Da arbeiten, wie gesagt, nochmal, hier arbeiten 23.000 Leute. Hier brauchen wir einen Namen, arbeiten 30.000 Leute, 7.000 Leute mehr. Ja, und jetzt guckt euch mal den Vergleich an. Hier arbeiten 30.000, hier arbeiten 23.000, 7.000 Leute weniger. Hammer, oder? Hammer, 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 Hammer. Das ist eben einer der Punkte, weswegen wir ein gutes Verkehrsmanagement brauchen. Und ja, ich denke, wir haben so allmählich, also ganz ist es noch nicht, jetzt haben wir 10 Uhr morgens. Ich habe erst ein einziges kleines Schildchen gesehen hier vorne. Das sind aber die Standardsachen. Jetzt gucken wir mal, guck mal, jetzt sind hier verdammt viele Autos. Jetzt schauen wir mal. Ich habe noch eine Sache vergessen. Eine Sache vergessen, Leute. Ich wollte hier noch was umbauen. Oh, lololololo. Das machen wir jetzt auch mal direkt am Anfang. Ich hätte gerne die hier, den. Da hätte ich gerne dritte Spur. Bam. Nur da. Nur an der Seite. Und bitte auch nicht so. So ist falsch. Den weg. Ja. So bitte. Und jetzt würde ich ihn gerne nach Möglichkeit... Den ein ganz bisschen. So, ne? Genau. Ja. Genau. Ja, so passt es. Warum jetzt hier diese komischen, warum er hier keine Brücken gebaut hat, weiß er wahrscheinlich selbst nicht. Wahrscheinlich wegen dem Ding hier, ne? Naja, gut, ist ja auch egal. Der muss ja auch irgendwo was haben. So, jetzt haben wir hier nämlich eine Abbiegespur. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz mit dem Spurentool ran. Hat er hier was gemacht? Nee, da passt es. Dann gehen wir nochmal schnell mit dem Spurentool ran. Zack, zack. Dich weg, dich weg. Ja, das geht ja. Da darf er schon hin. Oder machen wir das hier dreispurig. Ah, das ist natürlich jetzt... Nee, noch haben wir da kein Problem. Nee. Wir machen das so. Dann haben wir hier nämlich eine dedizierte Abbiegespur, wo sie wirklich auch mal rüber können, ja? Dass wir hier so eine schöne Note geschaffen haben. Ihr seht, dann geht es doch gleich etwas schneller. Sehr gut. Das gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird langsam in unserer Stadt. Es wird. Mit jeder Folge nähern wir uns unserem Traum, irgendwann einmal eine Metropole zu haben, wo hier alles vollgebaut ist. 500.000 Einwohner bis 1 Million ist unser Ziel, ja. Und irgendwann werden wir das schaffen. Uns stehen also noch viele Folgen bevor. Wir sind bei 230.000, also ihr könnt davon ausgehen, ich persönlich glaube, so 200 Folgen schaffen wir hier. Bei 4 Folgen pro Woche ist das mindestens noch ein halbes Jahr. Wenn nicht sogar noch ein Jahr, die wir hier spielen. Und dann gibt es hoffentlich so viele geile neue Updates, dass wir ein neues City Skylines Let's Play anfangen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Aber jetzt sehen wir hier 11 Uhr morgens hier Stau. Ja, das ist ja voll gestaut, weil... Ach, verdammt.
Ah, das ist genau das, was ich jetzt sagte. Jetzt müssen wir kurz in die Pause gehen. Das habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge gesagt, dass der Folgestau jetzt, weil wir natürlich jetzt hier die Ecke über optimiert haben und jetzt natürlich hier nicht weiterkommen. Ja, was machen wir denn da? Wir könnten da mit einem Kreisverkehr versuchen, weiterzukommen. Das haben wir schon versucht, das klappt nicht. Ja, ist so. Da müssen sie da jetzt einfach warten, ne? Ich werde das mal ausprobieren, ob es sinnvoll ist, hier ebenfalls eine Kreuzung auszuprobieren. Das werde ich erstmal offline vorbereiten. Ich glaube, das ist erstmal besser, wenn wir das offline machen. So. Ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, so staumäßig haben wir den Rest jetzt auch im Griff, ne? Hinten die neue Ecke gucken wir uns an. Jetzt checken wir das hier mal. Ich meine, die Leute hier in Fischerode, die werden wahrscheinlich alle hier arbeiten. Jetzt gucken wir mal. Wir haben keine Kinder, viele Erwachsene. 7.000 schlecht ausgebildete, 5.000 ausgebildete. Wo arbeiten die alle? Wir haben hier 1.000 Ausgebildete. 1343. So, 1343 in Fischerode leben aber. Wir hätten dort 1343. Hier sind aber 6522. Wo sind die 5.000 schlecht Ausgebildeten? Die müssen ja jeden Tag pendeln. Wir gucken mal nach Fichtenburg. Ah, die sind hier oben, ne? Genau. Aber auch nicht. Wo sind denn die restlichen Leute? Spannend. Deswegen haben wir so viele Leute in den Schulen. Ist das Ding voll? Na, ich will die Schule haben. Nee, noch nicht. Wo ist denn unsere... Haben wir denn... High School College Availability ist aber okay. Spannend, ne? Ich finde das sehr interessant, jetzt wirklich sich mal die Sachen anzugucken. So verstehen wir auch langsam, wo die Leute hin müssen. Jetzt sehen wir nämlich hier, gibt es jetzt eine Differenz von ungefähr 3000 schlecht ausgebildeten Leuten, die hier in diesem Bereich der Hochhäuser leben. 3000 Leute, schlecht ausgebildet. Die haben irgendwo einen Job in der Stadt. Irgendwo. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht in Flößerbruck. Ja, ich weiß nicht, ob es hier so viele Angestellte gibt. Da gibt es nochmal 2000, aber es gibt ja in Flößerbruck, es gibt ja hier 2000 Angestellte, aber es gibt in Flößerbruck ja auch 13.000 schlecht Ausgebildete. Dann sind immer noch knappe 12.000 schlecht ausgebildete Leute übrig. So, wo gehen die hin? Wo arbeiten die? Und das ist der Punkt, weswegen wir wahrscheinlich hier so viel Verkehr haben. Die müssen höchstwahrscheinlich alle nach Nerd Industries. Auch nicht. Gehen die alle zur Schule? Students at School, 6.000. In City Limits, 6.000. Shopping 15.000, Going Home 21.000, wir sind gerade im Feierabendverkehr. Das wird mich wirklich mal interessieren. Outside the City. Wo gehen die 10.000 schlecht ausgebildeten Leute, die hier sind, wo gehen die hin? Denn wir haben ja laut Demografie, haben wir 6.000 offene Stellen. Es werden ja wieder mehr. Und 0,5% Arbeitslosigkeit. Das wird ein Problem werden. Das wird ein Problem werden, damit müssen wir uns in den nächsten Folgen beschäftigen, dass wir wahrscheinlich, ich vermute, dass wir bei dem College hier definitiv mehr machen müssen. Ich würde sogar überlegen, dass wir hier hinten in diesem Bereich noch ein College bauen für unsere Leute und wir eben nicht noch mehr machen. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn überhaupt ein College auf der Seite? Das ist ja eigentlich nur hier hinten, ne? Nee, das ist eine kleine Uni. Wir haben gar nicht so viele Colleges. Aber es gibt halt auch nicht so viele Leute, die dahin wollen. Sekundarschule, College haben wir nur 4.000, die dahin wollen. 6.000 Kapazität.
Sekundarschule passt auch. Das ist der Punkt, den ich gerade sehr interessant finde. Das ist auch einer der Punkte, warum ich hier mich heute auf die Bezirke spezialisiert habe. Kann ich nur wärmstens empfehlen. So versteht man auch mal, wo der Verkehrsfluss hingeht. Was ist das denn? Wetter. Ach so. Ist mir nie aufgefallen. Wo der Verkehrsfluss hingeht. Denn wir haben hier in der Summe von Flößerbruck und Fischerode, haben wir 12.000 schlecht ausgebildete Leute, die ganz offensichtlich, wenn ich mir die Arbeitsplatzverfügbarkeit angucke, ja irgendwo hingehen müssen. Denn wir haben die Arbeitsplätze ja und wir haben ja sogar zu wenige. Aber die sind irgendwo. Jetzt gucken wir hier mal rein. Da haben wir auch nochmal 11.000. Also irgendwas passt doch hier nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, wir haben hier, oder sind das, nee, das sind noch Kinder mit dazu, ne? Ja, natürlich, Mensch, Nerd. Ach, na klar, das sind ja die Kids noch, ne? Wir haben ja hier nur 11.000 Erwachsene, natürlich. Wir haben 11.000 Erwachsene nur, also ungefähr 50%. Das heißt, wir haben hier 5.000 schlecht Ausgebildete in Flößerbruck. Ungefähr 7.000. Dann passt das ungefähr. Ja, dann kommt es langsam hin. Das ist echt spannend. Wie sieht es in einem Mühlengraben aus? Es heißt ja immer, dass in den Häusern nur gut situierte Leute wohnen sollen. Wir prüfen das jetzt mal. Wir werden das mal prüfen. Hier oben haben wir natürlich einen kleinen statistischen Fehler. Aber 1.300 Hunde haben wir hier. Ich sehe hier... Und Erlenau, da haben wir diese Häuser nicht. Tja, ich sehe das hier nicht, ne? Es würde mich mal interessieren, wie viel Geld die wirklich haben. Die sind reich. Die sind auch reich. Wie sieht es hier aus? Bei hier ist das Parken teuer. Die sind auch reich. Eichenstädt ist auch reich. Also wir können durchaus sagen, Fürstenhöhe, wir sind in einer reichen Stadt. Marienhorst auch. Ja, so sieht's aus. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Es war eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen mehr Statistik gemacht, anstatt mal zu bauen. Aber ich finde, das ist auch mal wichtig, dass wir verstehen, wie unsere Stadt funktioniert. Wo leben die Leute? Was machen die? Wo gehen die hin? Vor allen Dingen auch das Thema Verkehrsfluss. Wo leben die Leute? Wie viele Leute leben da? Wo können die arbeiten? Wo können sie hin? Und so weiter und so fort. Dass wir das natürlich alles auch ein bisschen unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.